Ja, Sebastian Patzler bei uns. Ja, du kennst den WSV schon ganz gut. Heute mal auf der Nord und stehst du meistens hier unten vorm Tor. Was hat dich bewegt, so lange beim WSV zu bleiben? Ja, ich glaube, dass in der Zeit, wo ich hierher gekommen bin, war ja jetzt mittlerweile vor 2,5 Jahren, hat sich der WSV natürlich in Abstiegskampf befunden. Damals hat noch mit Stefan Küsters und Björn Mehner gute Gespräche gehabt. Ich kam da aus der Arbeitslosigkeit, haben mir die Chance gegeben, mich nochmal zu beweisen. Die habe ich dann, glaube ich, ganz gut genutzt und ich glaube, seitdem ging es einfach immer stetig bergauf. Und wenn man die letzten Jahre Revue passieren lässt, ist halt einfach viel in die richtige Richtung passiert. Und deswegen bin ich einfach froh, da ein Teil davon gewesen zu sein. Aber ja, wir sind noch nicht am Ende vom Weg. Wir haben ein großes Vor. Ob es klappt, müssen wir in einem Jahr. Aber wir wollen es auf alle Fälle probieren und angreifen. Aber deswegen macht es einfach Spaß, hier an der Entwicklung teilzuhaben. Viele Fans sind immer froh, wenn sie dich sehen, nicht nur Samstag auf dem Platz. Du bist sehr kommunikativ, viele Fans kenne ich hier auch, du kennst die Fans. Ist das so deine Art oder? Ja, ich meine, darum geht es ja am Ende mitunter auch mit dem Fußball. Ne? Man will Menschen emotional berühren, nach Möglichkeit natürlich positiv begeistern, aber man muss auch gemeinsam durch Täler gehen können. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einfach eine gewisse Verbindung zu den Zuschauern hat, weil nur die machen das Spiel ja auch irgendwo so besonders. Na klar kann man auch 11 gegen 11 hier auf dem Parkplatz spielen, das macht auch Spaß, aber mir hat es schon immer mehr Spaß gemacht, wenn halt Leute da ihr Herzblut reinstecken und wenn man dann halt sieht, was halt bei den großen Events hier möglich ist, dann macht das halt einfach unfassbar viel Spaß und dann bin ich auch immer dafür zu haben, auch außerhalb vom Platz nochmal kurz einen Smalltalk oder hier und da ein kleines Späßchen zu machen. Gehört einfach dazu für mich und das genieße ich auch irgendwo, also da habe ich gar kein Problem. Ja. Ja, du kommst ja aus Berlin, bist ja gut rumgekommen in der Republik. Gibt es da irgendeinen Ort, der dich besonders geprägt hat oder wo du irgendwie ein cooles Erlebnis hattest? Ja, neben Berlin natürlich, wo ich die meiste Zeit halt aufgewachsen und gelebt habe. Werder Bremen war eine unfassbar schöne Zeit, war das erste Mal so richtig im professionellen Fußball angekommen. Davor ein Jahr Magdeburg war auch unfassbar interessant, weil es einfach das erste Mal weg von zu Hause war. U19 Bundesliga auch gespielt, Werder Bremen 3 Jahre Abitur gemacht. Ja, danach wurde es ein bisschen wild, hätte ich mir so auch nicht vorgestellt. Aber ich meine, ich wohne jetzt seit, gehe jetzt in mein 7. Jahr in Bergisch Gladbach, hätte ich so auch nicht gedacht. Bei Köln ist vieles Schönes passiert, meine beiden Kinder sind in Köln geboren, ich habe meine Frau geheiratet. Also fahre jetzt hier jeden Tag gerne nach Wuppertal, von daher ist einfach so, wie es kommt, nehme ich immer. Ich mache mir da nicht so große Pläne, denke nicht zu weit voraus, aber die Zeit jetzt hier ist natürlich auch eine besondere. Und wenn wir die krönen, wird sie ganz besonders. ja, ich war letztens ein bisschen verwundert, Niklas Dahms ist verpflichtet worden. Ich habe ihn gefragt, welche Spieler kennst du denn hier? Dann sagt er Sebastian Patzler, aber eigentlich kenne ich die Frau besser. Du lachst schon, woran liegt das? Ja, meine Frau arbeitet noch, aber jetzt ist sie momentan in Elternzeit halt bei Wien Wiesbaden. Da hat der Niki lange gespielt und da sind die sich natürlich zwangsläufig über den Weg gelaufen. Und daher hatte er zu der Zeit auf alle Fälle mehr Kontakt zu meiner Frau als zu mir. Aber ja, ist alles gut. Wie ist das dann so für den Partner? Meistens sind das ja eher die Frauen, die den Männer beim Sport zu gucken. Seid ihr beide im Fußballgeschäft aktiv? Ja, ist einfach interessant, weil wir natürlich auch unterschiedlichen Seiten des Fußballgeschäfts sind. Ich meine, meine Frau ist viel im Organisatorischen unterwegs, hat da einfach einen anderen Blick auf die Dinge, kriegt ja auch viele Gespräche mit einem sportlichen Leiter oder Chefscout oder, wie die halt manche Dinge sehen. Es war einfach oder ist interessant. Das Gute war, dass sie am Wochenende zu Hause bleiben konnte und dann doch zum Einspielen mir zugucken konnte. Das hat mir immer viel bedeutet. Das hat mich immer sehr gefreut. Aber der Austausch ist einfach gut. Ich glaube, viele kennen das halt, dass halt verständlicherweise der Partner nicht so viel Einblicke in den Fußball hat und so genieße ich das einfach mit ihr darüber zu sprechen. Ihre Meinung ist mir enorm wichtig bei vielen Dingen, weil sie halt einfach weiß, wovon sie spricht und dann tut das einfach gut, da jemanden zu haben. Also mir persönlich tut das halt sehr gut, da jemanden zu haben, auf den ich mich immer verlassen kann und wo ich immer weiß, da kriege ich ehrliches Feedback, auch wenn es manchmal nicht so nett ist oder halt nicht das ist, was ich gerne hören möchte, aber es ist halt das Ehrliche und das bringt dann am Ende des Tages weiter und da bin ich sehr dankbar dafür. Du hast gerade gesagt, hat sich mal sehr gefreut, dass deine Frau da ist. Mittlerweile sieht man häufig auf der Tribüne oder auch auf dem Feld deine Kinder. Ist das dann so der nächste Schritt? Ja, ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann das nachvollziehen. Allen anderen wünsche ich, dass es irgendwann dazu kommt. Das ist einfach das Größte auf der Welt. Ein eigenes Kind zu haben, ist unfassbar. Es bereichert so viel das Leben. Macht es auch anstrengender, das gehört auch dazu. Aber es ist einfach so unbezahlbar, die vielen kleinen Momente, die man einfach hat mit den Kleinen. Und so ist es jetzt ein schöner Familienhaufen, macht Spaß. Ich genieße es.
könnte mir vorstellen, dass einer von deinen beiden Kindern vielleicht in deine Fußstapfen tritt und einen Torwart macht oder eine andere Position. Ich sage immer, also mich würde es freuen, wenn sie irgendeinen Sport oder irgendein Hobby allgemein ausleben, weil es, glaube ich, einfach wichtig ist, ein Ziel vor Augen zu haben oder einfach was zu haben, woran man Spaß hat. Wenn das jetzt natürlich Fußball ist, vielleicht geht es auch gar nicht zwangsläufig anders, weil, wie du sagst, sie kommen jeden Samstag mit ins Stadion. Zu Hause gucken wir relativ viel Fußball dann auch mal, gucken sie auch gerne mit. Und wenn es jetzt am Ende, werde ich den Weg nicht blockieren zum Fußball. Aber wenn sie sich für ein anderes Hobby, sei es Sportart oder irgendwas, weiß ich nicht, Kreatives entscheiden, dann ist das auch vollkommen fein. Ich möchte, mir wäre halt nur wichtig, dass sie halt irgendwas haben, wonach sie halt streben können oder wo sie einfach Spaß dran haben. Das wäre mir wichtig. Danke dir für deine Einblicke. Sehr gerne. Und drück mir die Daumen, dass du fit bleibst. Danke, danke. Dir, Fatze. Ciao, ciao.